Hallo und willkommen zurück zu The Redress of Mira. Wir dürfen uns mit unserem Kumpel hier wieder beschäftigen, den wir ja so lange nicht gesehen haben. Oh. Nein, ich will nicht. Nein, ich will nicht. Nimm Ach, das! Mensch. Häschen. Stirb! Lass mich in Ruhe. Stirb! Hat er eigentlich keine anderen Hobbys als Nimm kleine dies! unschuldige Mädchen? Nein, so kleine unschuldig Stirb! ist sie wahrscheinlich gar nicht. Aber trotzdem. Oh, Hase! Ah, schnell. Eine scheiß Ecke hier. So, das müsste jetzt eigentlich laufen. Stirb! Nimm dies! Ich muss mal eben mich heilen. Ich weiß aber nicht, wie viel ich vertrage. Nimm das! Das ist verblöd. So, und der andere noch. Wie oft begegnen wir ihm denn noch? Wer soll er überhaupt darstellen? So, oh! Ha! Das soll wahrscheinlich irgend so ein Söldner sein, oder nicht? Ich weiß es nicht. Stirb! Also ich finde auf jeden Fall, man sollte ihm mehr Anstand beibringen. Ah! Habe ich ihn überhaupt getroffen? Ich glaube nicht, ne? Oh Mann! Das ist ein bisschen nervig, dass die Kugel hier in der Ecke ist. Auch nicht so richtig ausweichen, ne? Wenn er seine Stirbmomente hat, dann tja, hast du ihm erstmal im Hacken. Dummer Kerl. Was ist er denn da? Oh! Nimm das! Verflucht. Stirb! Nein, ich will nicht. Weißt du, es gibt so viel Stirb! Besseres als das. Das Leben ist viel zu kurz dafür. Nimm dies! Ja, selbst dafür. Stirb! Ah, jetzt hat er mich schon wieder erwischt. Aber viel ist nicht mehr. Es gibt so viele schöne Dinge, mit denen er sich beschäftigen könnte. Ne? Stattdessen rennt er mir lieber hinterher und redet die ganze Zeit was von Stirb. Das ist aber nicht nett. Das war böse. Wie gesagt, blöd, weil es so eine Ecke ist. Ist er nicht daneben? Beim nächsten Mal werde ich deinen Geist aussaugen. Ach, nee, nicht schon wieder. Wie oft er das schon tun wollte. Und sieht das so dunkel da hinten aus? So, wie immer, vielen Dank, kleine Häschen. Schön, dass der Magier euch bis jetzt noch nicht gefunden hat. Finde ich super. Okay.
Okay. Kommen wir jetzt hin? Ich hoffe, nach draußen. Ich bin ja immer noch misstrauisch, ne, wegen diesem Traum. Ob es wirklich nur ein Traum ist oder doch eine Vorahnung. Das sieht aber schön aus. Tief. Ein Häschen. Wofür brauche ich dich denn? Ach, wir können da hinten klettern. Habe ich nicht gesehen. Bye bye. Dann muss ich mir das Häschen noch mal holen. Oder habe ich es trotzdem? Ah, das ist gut. Dann kann ich ein paar Mal mehr runterfallen. Also der Plan ist das jetzt nicht, aber naja. Okay. Also das Vertrauen hätte ich ja auch nicht ins Efeu, ne? So, über eine Klippe. Naja. Oben. Da geht's weiter. Warte. Hier geht's mit der Geschichte weiter. Wie bist du hierher gelangt? Es war die Baronin. Sie hat mich reingelegt. Er schaute Slakon flehend an. Binde mich los und dir wird kein Leid geschehen. Tut mir leid, sagte Slakon, als er einen Schritt zurückging. Ich muss los, es ist spät und ich muss die verschwundenen Kaninchen finden oder mein Meister ist fertig mit mir. Warte, schrie Serseron, bevor er gehen konnte. Ich weiß, wo die Kaninchen sind. Ach, was, echt? Slakon hielt und drehte sich um. Wirklich? Fragte er zögerlich. Ja, antwortete Serseron. Ich hörte eine Wache von ihnen sprechen. Wenn du mich gehen lässt, zeige ich dir, wo sie sind. Versprochen? Fragte Slakon. Ich verspreche es, antwortete Serseron. Nein. Entschuldigung. Es wurde die Truhe geöffnet. Slakon befreite Serseron mit einem Spruch von seinen Ketten. Sobald der Ritter frei war, eilte er in die Ecke, um seine Kleider zu holen. Ja, das glaube ich. Er zog sich eilig an. Und dann nahm er sein Schwert. Er hastete aus dem Kerker, als Slakon ihn aufhielt. Du hast versprochen, mir die verschwundenen Kaninchen zu zeigen, weißt du noch? Erinnerte Slakon Serseron. Was kümmern mich Kaninchen, antwortete Serseron. Zuerst muss ich das Monster töten. Welches Monster? Wird immer verrückter hier. Du hast es versprochen, beharrte Slakon. Und daran musst du dich hier jetzt halten. Wer sein Wort bricht, der lädt den Tod zu sich ein. Vergiss nicht, ich bin ein Zauberlehrling. Serseron wusste, dass er recht hatte. Seufzend kehrte er zu Slakon zurück. Gut, fangen wir die Kaninchen. Wo sind sie? Fragte Slakon. Im Wald, wo sonst? Antwortete Serseron. Und beide begaben sich in den Wald. Als sie dem Wald näher kamen, sah Slakon und Serseron eine Frau auf sie zulaufen. Verwirrt vor Schmerzen und wahnsinnig durch das, was die Baronin
ihm angetan hat, hob Cerceron sein Schwert und hielt auf die Frau zu. »Dir werde ich den Geist schröpfen, du Dämon«, schrie Cerceron, als er die Frau angriff. Slakon sprang in seinen Weg und hielt ihn auf. »Was machst du da? Den Dämon töten, der mich eingesperrt und monatelang gefoltert hat.« »Ah, okay, jetzt verstehe ich.« »Die Baronin muss sterben«, sagt Cerceron, der gegen Slakon kämpfte. Ich habe mich schon gewundert, von welchem Monster er eigentlich redet, aber ist okay. »Aber das ist nicht die Baronin«, entgegnet Slakon, der Frau in der Ferne nachschaute. »Das ist nur eine Frau, die durch den Wald läuft.« Direkt vor ihren Augen drehte die Frau um und verschwand im Nebel. »Du hast sie gehen lassen«, brüllte Cerceron, als er sich aus Slakons Griff zog. »Ich würde dich hier auf der Stelle totschlagen, wenn du mich nicht befreit hättest. Jetzt hau ab, ich muss ein Monster jagen.« Erschrocken drehte sich Slakon um und rannte zurück in Richtung Schloss. Cerceron ging weiter in den Wald, folgte der Frau in den Nebel. »Oh nein, wirklich jetzt? Ich habe die Frau doch gar nichts getan.« In seinen Wahn konnte er eine Frau nicht von der anderen unterscheiden. Für ihn sahen sie alle aus wie seine Peinigerin, die Baronin. »Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich hoffe, ihm begegnen nicht so viele Frauen.« Ich kann ja verstehen, dass, dass er, durch den Wind ist es wahrscheinlich noch gut ausgedrückt. Aber er kann jetzt ja nicht jede Frau killen. Das geht ja nicht. Okay. Dann schauen wir mal, wie das Ganze weitergeht. Wenn ich dann hier weiterkomme. Und weiter geht's. Hier ist so ein großer Baum. Der Baum hier ist voll schön. Mit den roten Blättern. Schön, schön. Ach, meine Güte. Ja, okay. Geht's da unten weiter? Okay. Wie komme ich da hin? Wie komme ich da überhaupt hin? Ach. Ah, okay. Nee, nicht okay. Warte mal. Kann ich den schieben? Ich weiß noch nicht so ganz, wie ich ihn schieben soll. Lass uns hier erstmal gucken. Ach, ich kann hier wieder hoch, okay.
Okay, alles klar. Das ist die engste Stelle. Ich würde sagen, da komme ich am besten rüber, oder? Wobei, ich weiß nicht ganz genau. Vielleicht echt doch ein bisschen näher. Wir probieren uns aus. Ich weiß es nicht. Weiter kann ich sowieso nicht. Quack, quack. Ich hoffe, ich bin jetzt nicht draufgetreten. Das wäre natürlich nicht so schön. Ach, hier. Habe ich gar nicht gesehen. Tschüss, kleines Eichhörnchen. Ups. Ich muss vorsichtig sein. Ich hab da eigentlich nicht vor, wieder unten zu landen. Oh. Komme ich hier nicht weiter? Das ist ja schade. Schade, schade, schade. Also ein Kaninchen gibt es hier auch nicht. Oh Gott, was ist das da vorne? Guck mal. Das sieht aus wie ein Totenkopf. Alter Schwede. Ich weiß nicht ganz genau, ehrlich gesagt. Ah, okay. Ah, das ist... Aber es ist okay, das hätte ich nicht geschafft. Ach was, echt? Das ist noch geblieben. Nein! Gut, Leute. Sie ist einfach weggeglitscht. Einfach so. Oh. Hilfe. Okay, wunderbar. Ah, da sind noch mehr Vögel. Vögel. Wie schön, wie schön. Ist nichts. Warum? Oh Gott. Oh Gott. Aua, 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 aua. Oh nein. Nein, wo bin ich denn jetzt gelandet? Lande ich jetzt im Schloss? Lande ich jetzt im Schloss? Das ist gut. Müsste erstmal wissen, wie ich da. Oh. Ich vermute mal, auf der anderen Seite sind auch noch welche, die ich anzünden kann. Aber wir gehen erstmal hier ran. Hin.
Die Nacht brach herein und Binell saß am Tisch, um im Licht der Lampe ein Buch zu lesen und auf die Rückkehr ihres Vaters zu warten. Er sollte längst zurück sein. Er sagte ihr immer, wenn er vorhatte, auf einer Reise zu übernachten. Binell gefiel nicht, wie sie auseinanderging. Auch wenn sie seine Taten hasste, wusste sie, dass er keine Wahl hatte. Der Baron war ein Tyrann und er würde ihren Vater und sogar sie ins Gefängnis werfen, wenn er nicht gehorchte. Binell verbrachte den ganzen Tag über, ihr Dilemma nachzudenken, bis sie eine Lösung fand. Wenn Todixus heimkehrte, wollte sie ihren Vater überzeugen, das Königreich zu verlassen, selbst wenn sie über den Ozean segeln müssen. Es wäre schwer, ihren Vater zu überzeugen. Immerhin hatte er seine Frau im Sturm verloren, aber sie mussten. Lieber würde sie sterben, als ihren Vaters Seele siechen zu sehen. Binell hörte ein Geräusch an der Tür und drehte sich erwartungsvoll um. Sie war enttäuscht festzustellen, dass nur der Wind an der Tür rüttelte. Sie nahm die Tasse vom Tisch und fand sie leer. Leer war auch der Weinkrug. Ein Windstoß blies die Kerzenflamme aus und Binell ärgerte sich. Etwas Merkwürdiges lag in der Luft. Ein drohendes Gefühl des Unheils, das sie nicht abschütteln konnte, legte sich über sie und sie sprang auf. Sie musste ihren Vater finden. Sie bedeckte ihr Haupt mit einem Umhang und verbarg einen Dolch unter dem Mantel. Dann ging sie aus. Erst ging sie in die Kneipe, in der Hoffnung, ihr Vater würde vor der Heimkehr noch ein trinken. Aber er war nicht hier, und so suchte sie weiter. Binell wusste nicht recht, warum sie zum Fluss ging, aber sie tat es und stand am Ufer. Es duftete nach frischem Gras und eine Eule schrie in der Ferne. Sie dachte daran, zum Schloss zu gehen, aber ihr Vater hatte sie eindringlich davor gewarnt, dies nicht zu tun. Plötzlich sah sie einen Hut die Strömung hinabschwimmen, und sie schlug auf ihre Brust. Es war der Hut, den sich ihr Vater aufsetzte, als er das Haus verließ. Ihr Herz hämmerte in der Brust, als sie in den Fluss sprang und den Hut herausholte. Als sie ihn aufhob, fiel ihr Blick auf die Blutspritzer darauf. Sie schwamm zurück zum Ufer, den Hut fest in der Hand. Mit einem Gebet in ihrem Herzen lief sie nun den Fluss hinauf, der Blutspur folgend. Das Tageslicht verschwand rasch, aber Binell lief weiter. Die Arme. Der Vater ist ja nun mal nicht mehr da. Und dann ist ja auch noch die Frage, was das mit ihr dann macht. Was ist das? Ist das gesund? Nun denn. Ich hab. Ach, da! Hallo! Ich brauche Hilfe. Ach, Mensch. Okay. Hier geht es im nächsten Part weiter. Ich danke fürs Zusehen. Tschüss.